wir zusammenarbeiten, sollte ich mich vorstellen. Man nennt mich El Capitan. Und dich nennt man wie? Muss mich ja gar nicht mehr selbst vorstellen. Hast du schon gemacht. Wenn jemand mit was Geschäftlichem zu mir kommt, kümmere ich mich drum. Tag und Nacht. Verstanden? Ei, ei, Captain. Wo wir dabei sind, brauchst du einen neuen Schlitten? Ein Motorrad? Ich hab alles. Echte gute Preise. Meld dich einfach, okay? Mein Name ist Dakota Smith. Wenn du hier draußen nach Jobs suchst, bekommst du sie bei mir. Ich bin Vi. Danke für die Info. Hier draußen laufen die Dinge anders. Sei vorsichtig, Stadtkind. Von einer neuen Seele in Haywood gehört.
Ich bin Sebastian Ibarra, genannt Padre. Wie? Freut mich. Ich mag Menschen, die Sinn für Respekt haben. Wir hören voneinander, wie? Neue Fingerabdrücke erkannt. Bitte was? Erhöhe Lautstärke um 33%. Neue Fingerabdrücke erkannt. Was? Was zum Teufel bist du? Nutzeranfrage. Technische Spezifikationen. AJKE 11. Experimentelle Smartwaffe mit eingebauter KI. Name? Skippy. Skippy? Echt jetzt? Lautstärke um 66% erhöht. Name? Ich bin nicht taub. Verstanden. Normaler Gehörsinn. Potenzielles Problem? Niedriger IQ. Sprachfrequenz um 33% reduziert. Mein Name ist Skippy. Willst du mich ver... Egal. Gehörst du dem Typen in dem Müllcontainer? Speicher wird abgerufen. Kapazitäten zu 100% frei. Alle Dateien wurden manuell gelöscht. Mögliche Ursache: Diebstahl. Besitzer: unbekannt. Lösungsvorschläge: keine. Ich hätte einen. Ich nehme dich mit. Verarbeite Vorschlag. Keine Einwände gefunden. Kann ich dich umtaufen? Nein. Warum nicht? Ich bin immerhin dein neuer Besitzer. Lautstärke um 300% erhöht. Nein! Für diesen Vorgang sind Adminrechte erforderlich. Die nötigen Rechte liegen nicht vor. Bist du noch voll funktionsfähig? Systemdiagnose wird durchgeführt. Vorgang dauert voraussichtlich 47 Sekunden. Bam, bam, bedam. Was? Was soll das werden? Eine beruhigende Melodie, um die Wartezeit angenehmer zu machen. Bam, bam, bedam, bam, bam, bedam, bam. Diagnose erfolgreich abgeschlossen. Programm Skippy Version 0.01 Alpha wird korrekt ausgeführt. Na gut, was kannst du eigentlich? Außer mir hier ein Ohr abzukauen. Hauptfunktion, automatisches Zielen. Falls sich mein Besitzer in Gefahr befindet, selbstständiges Schießen. Bitte einen von zwei Betriebsmodi auswählen. Erster Modus, kätzchenliebender Pazifist. Ausschließlich Beine werden anvisiert. Zweiter Modus, eiskalter Killer. Ausschließlich Köpfe werden anvisiert. Schätze, ich nehme kätzchenliebender Pazifist. Ändere Einstellungen. Bam, bam, bedam, bam, bam, bedam, bam. Ugh. Modus eingestellt. Kätzchenliebender Pazifist. Viel Spaß beim Verstümmeln deiner Feinde. Kann ich dich was Persönliches fragen? Klar. Ich muss ja nicht antworten. Warum bist du Priester geworden? Glaube kommt von Gottes Gnade. Jahrelang habe ich sie nicht gespürt. Jetzt schon. Ich glaube an Gott, wie. Wenn ich sterbe, kann ich nur hoffen, dass er an mich glaubt.
Haywood ist eine ungemütliche Ecke. Muss schwer sein, hier die Kontrolle zu behalten. Nicht wirklich. Im besten Fall kriegt man genug Respekt, um nicht von den Wölfen zerfleischt zu werden. Das ist dein Revier. Bisschen Kontrolle musst du doch haben. Die Wölfe haben halt alle Angst vor mir. Wir reden später. Ve con Dios. Tja, und damit, meine Freunde, ein recht herzliches Willkommen zu Cyberpunk 2077. Ja, ihr habt es gesehen, wir haben zwei Waffen geholt. Einmal sind wir hier gewesen. Moment. Einmal sind wir hier auf dem Parkplatz gewesen. Und haben uns die Knarre von Dex geholt. Wurde ja einfach kalt abgeknallt. Und wir haben hier bei einer kleinen Mission einfach mal Skippy bekommen. Nö. Und ich habe sie extra auf Pazifismus reingestellt, damit sie nach 50 Kills, kann man sagen, umswitcht auf den Killer-Modus. Smart Links für Smart Zielen erforderlich. Okay. Ja, gucken wir. Ich brauche zuerst mal... Nö. Ich brauche zuerst mal Kohle. Würde ich einfach mal sagen. Ja. Nee, fuck. Wir müssen nämlich noch jemanden anrufen. Mama Wells. Heroes. Nee, schön, dass du anrufst. Endlich. Wir haben uns lange nicht gesprochen. Nicht seit Jackies Tod. Wie geht's dir? Wie soll's mir gehen? Mein Sohn ist tot. Aber ich komme schon klar. Wollte dir mein Beileid aussprechen. Dein Beileid aussprechen? Jesu Christopi, du hast bei mir gewohnt. Hab wenigstens den Anstand, mich nicht wie eine Fremde zu behandeln. Hör zu, ich wollte dich hier anrufen. Ich mache eine Offrende für Chiquito. Ohne wäre es kein guter Abschied. Die Zeremonie findet im Coyote Cojo statt. Seine Freunde werden auch da sein. Schöne Idee, Mama Wells. Ich komme vorbei. Daran habe ich nie gezweifelt. Aite Beobi. Okay. Ihr seid direkt nebenan. Ah ja. Aber da ich jetzt noch kein Auto habe, weil ich das noch nicht abgeholt habe, mache ich das mal kurz so. Ja, habt ihr mitbekommen, wir haben jetzt Johnny Silverhead in unserem Kopf. Das ist lustig. Der Billardtisch muss noch weg. Echt? Der ist sau schwer. Moment, wir sind wieder im Loot-Modus. Morde sind doch nicht hässlich. Vielleicht ein bisschen nervig, aber an sich. Da kann ich nichts aufmachen, okay. So. Dann haben wir soweit alles. Gleichfalls. Setz dich. Ich komm gleich. Ja, gleich.
Toblerone oder was? Ich setze mich, wenn ich soweit bin. Okay. Seitengasse. Dann haben wir hier was. Oh, genau wegen sowas renne ich rum. Aber wenn ich alles vorlesen würde, wären wir in 5 Jahren noch nicht durch. Nur so am Rande beigemerkt. Deswegen... Da hinten gibt's noch was. Nehmen wir alles mit. Ja, dass wir das überlebt haben. Aber eigentlich auch nur wegen Johnny Silverhand. Weil wir es in unserem Kopf hatten. Klar, sehr gerne. Salut. Ist schon ziemlich lange her. Wie geht's dir? Ehrlich gesagt, ging's mir schon besser. Was ist denn los? In der Nacht, als Jackie starb. Sagen wir, seitdem laufen die Dinge nicht gut für mich. Sé cómo te sientes. Todos lo sabemos. Ich bin gerade dabei, eine Ofrenda vorzubereiten. Es ist noch so viel zu tun. Ich könnte doch helfen. Danke, Cielo. Aber ich schaff das. Dass du kommst, um Lebewohl zu sagen, recht. Eine Ofrenda? Was ist das denn? Freunde und Familie versammeln sich, um die Toten und unsere Erinnerungen an sie zu feiern. Wir geben ihnen mit auf den Weg, was ihnen im Leben wichtig war. Bier wäre bestimmt weit oben auf Jackies Liste. Und Bier wird's auch geben. Ich möchte an der Zeremonie teilnehmen. Aber ich meine richtig, wie es die Tradition verlangt. Aber ich habe einfach nichts Gutes, was ich ihm mit auf den Weg geben kann. Du trägst das Herz am rechten Fleck, Mininja. Keine Sorge, das ist nur symbolisch. Such in seiner Garage seine Vergangenheit. Findest du alles dort. Jackie hatte eine Garage? Er hat sie meistens für sein Motorrad gebraucht. Aber vor einer Weile ist er da selbst eingezogen. Dort findest du ganz sicher was. Ich soll wirklich in seinem Zeug wühlen? No, Micha. Er ist fort. Und Begräbnisse sind für die Lebenden, nicht für die Toten. Hier, der Schlüssel. Danke, Mama Wells. Schon gut. Du hast Respekt. Das bewundere ich. Die Garage ist am Republic. Ahí te veo. Ivy. Sitzt du hier ganz allein? Ist nicht gerade das sicherste Viertel der Stadt, Misty. Ich habe schon mit 10 immer auf der Treppe gesessen. Jetzt bin ich 26. Hätte was passieren sollen, wär's das schon. Was machst du hier? Sitzen und warten. Auf ihn. Obwohl ich weiß, dass er nie mehr zurückkommt. Komme immer öfter her. Und sitze. Und warte. Eine Stunde, manchmal zwei. Ich weiß, das ist blöd. Ich vermisse ihn so sehr. Willst du dich zu mir setzen?
überhaupt nicht blöd. Nur menschlich. Vielleicht. Kanntet ihr euch schon lange? Unser halbes Leben. Im selben Viertel aufgewachsen. Kannten uns ewig, aber waren nie zusammen. Bis vor einem Jahr. Ja. Das beste Jahr meines Lebens. Jack hat viel von dir gesprochen. Hat immer gesagt, wie viel du ihm bedeutest. Hat er das wirklich gesagt? Bestimmt nicht so, oder? Mag sein. Aber er hat so gemeint. Da bin ich sicher. Du kanntest den wirklich. Den echten Jackie. Alle anderen hielten ihn für einen Spinner mit Ecken und Kanten. Aber sie hatten Unrecht. Doch, Jack war schon ein bisschen so. Hat immer das Positive gesehen. Trug das Herz auf der Zunge und hat das Leben immer in vollen Zügen genossen. Aber er hatte auch seine Dämonen. Wer nicht? Genau. Sie machen uns aus. Wer wir tief drin wirklich sind. Da drin ist viel von seiner Vergangenheit. Wieso bist du hier draußen? Hab keinen Schlüssel. Jackie hat dir nie einen gegeben? So weit wart ihr noch nicht? Wollte er. Aber mir war es wichtig, dass er seinen eigenen Rückzugsort hat. Mama Wells bereitet einen Abschied für Jackie vor. Ich brauche etwas, das ihm wichtig war. Hilfst du mir beim Suchen? Ich glaube, ich sollte da nicht reingehen, wie... Noch zu früh? Nein, nicht deshalb. Mama Wells und ich verstehen uns nicht gerade gut. Sie würde nicht wollen, dass ich seine Sachen anfasse und sein Andenken störe. Jackie würde es aber wollen. Das ist wichtiger. Na los. Jackie hat gern Gewichte gestemmt, hä? Huh? Er meinte, das sei seine Art der Meditation. Hat immer gesagt, Handeln sind die besten Zuhörer. Verstehen deine Probleme und geben keine dummen Ratschläge. Da senkt ihr sicher seit 2020. Wem die Stunde schlägt. Ernest Hemingway. Jack hat das unzählige Male gelesen. Immer vor großen Jobs. Er meinte, der Typ, der es geschrieben hat, war tougher als Morgan Blackhand. Hast du es gelesen? Ist es gut? Ich kam leider nie dazu. Wäre aber ein schönes Andenken für die Ofrenda. Er hat gern an Motoren gebastelt. Mit 15 saß er das erste Mal auf einem Bike. Echtes Wunder, dass er nie den Asphalt geknutscht hat. Basketball, signiert von Dante Gonzalez. Kam auch aus Haywood. Jeder hier hat gespielt, aber Dante hat sie alle alt aussehen lassen. Ich glaube, er war der Erste, der bei den Valentinos ausgestiegen ist. Wie Jackie? Mhm. Die beiden wollten mehr vom Leben. Dante ist jetzt Kapitän der NC Blackouts. Noch voll. Seine Lieblingssorte. Seine strategische Reserve. Nicht anfassen. Warum nicht? ¿Por qué no puedes tocar una reserva estratégica, ba? Kein Man Cave ist komplett ohne sowas, ha? Huh? Er meinte, das sind Sammlerstücke. Werden nicht mehr gedruckt. Mhm, klar. Nur deshalb hängen die da.
Amygdala? Puh. Lange Geschichte. Hey, alles okay? So viel mehr als nur okay. Ich habe Jackie mal gesagt, er soll die dunklen Energien von hier verjagen. Zum Beispiel mit einem Sandmandala. Er meinte, aus Sand würde er uns ein Schloss bauen. Ein Heim für die Familie, eine Festung. Irgendwas. Hast wohl einen größeren Eindruck hinterlassen als gedacht. Das hab ich wohl. Es ist schön. Es ist furchtbar. Aber auch das Schönste, was ich je gesehen habe. Ein Aquarium? Das gehörte Taco. Und Taco war... Sinnfisch? Zwerghai. Echt winzig. Klingt nach einem ziemlich teuren Fisch. Glaub kaum, dass er den gekauft hat. Jackies Lieblingstequila. Noch zu. Nein, ein Glücksbringer. Eine der allerersten Flaschen von Jesus de Abajo. Dem Gründer von Sanson Tequila? Davon gibt's weltweit nur noch 100 Stück. Gehören alle den Reichsten der Reichen. Wie hat Jackie die bekommen? Eine uralte Abuela hat sie ihm in Mexiko verkauft. Meinte, der Abajo hat ihr Rezept geklaut. Die nehme ich, ja. Perfekt für Jackie. Okay, du hast etwas für die Ofrenda. Aber wir könnten uns noch ein bisschen umsehen. Ledergürtel? Eine Art Andenken. Sein Vater hatte ihn und seine Mutter immer damit geschlagen. Bis sich Jackie eines Tages wehrte. Hat ihn krankenhausreif geprügelt und gesagt, beim nächsten Mal bringt er ihn um. Dann war der Alte weg. Warum sowas aufheben? Weil sein Vater zurückkommt. Lass uns gehen. Weißt du wie? Ich bleibe noch ein wenig. Ich verabschiede mich hier. Mama Wes will mich eh nicht da haben. Was ist zwischen euch vorgefallen? Wo liegt das Problem? Sagen wir, sie sieht mich nicht als Schwiegertochter tauglich. Was hat sie denn gegen dich? Ich heiße nicht Camila und bin nicht Jackies Ex-Output. Camila war Mama Wes' Liebling. Aha. Komm mit, Misty. Es ist dein gutes Recht. Ich will Mama Wells nicht im Weg sein. Das ist für die Familie. Du warst seine Familie. Da hast du wohl recht. Danke, Vi. Also, gehen wir? Wolltest du Night City je den Rücken kehren? Klar. Einmal habe ich es sogar versucht. Echt? Wie das denn? Bin mit gepackten Taschen ins Flugzeug nach Nepal. Dort wollte ich bleiben.
Aber nach einer Woche habe ich es ohne Verkehrslärm und schreiende Nachbarn nicht mehr ausgehalten. Ich wollte zwar nicht den Tequila nehmen, aber ja, auf jeden Fall nice. Mein tiefes Beileid. Er war ein guter Junge. Dann heb das Glas. Oder mehr. De acuerdo. Das werde ich. Schön, dass du da bist. Wir fangen gerade an. Setz dich, bitte. Nicht übertreiben. Danke, dass ihr alle gekommen seid. Boxhandschuhe. Ich werde euch berichten, wie mein Sohn war. Oder jammern, wie sehr er mir fehlt. Nein, ich erzähle euch eine Geschichte. Als er vielleicht 19 war, war Jackie ein Valentino. Damals hatten sie Krieg mit Maestro. Ich erhielt einen Anruf aus dem Krankenhaus. Er wurde dreimal angeschossen, knapp am Herzen vorbei. Als ich ankam, war er bei Bewusstsein. Überall waren Schläuche. Mein Junge sah aus wie ein Tintenfisch. Er sagte mir, mach dir keine Sorgen, Mama. Sieh, ich bin kugelsicher. Mir wird nie was passieren. Als ich ging, nahm er seinen Valentinos-Ring ab. Hat mir gesagt, er braucht ihn nicht mehr. Nicht, weil er Angst hatte. Er wollte nur nicht, dass ich mich sorge. Descansa en paz, mi hijo. Wir Mitglieder des Night City Devils Boxclubs haben ein Sprichwort. Mach die, die dich K.O. schlagen können, zu deinen besten Freunden. Ein guter Rat. Jackies Arm war wie eine Kanone. Keiner hat mich je so hart geschlagen. Ich spüre es noch heute. Zwölf Runden, Kumpel. Mandó Camporta. Lamenta no estar aquí. Todavía le quedan cuatro años que cumplir. Me pidió que leyera esto. Recuerdo cuando Jackie se nos unió. Era un niño fuerte. Cuando decía que iba a hacer algo, cumplía. Tenía honor. Podría haber llegado lejos. Mis condolencias a la familia. Que descanse en paz. ¿Noch jemand? Ich, ich erinnere mich gern daran, wie Jack und ich uns das erste Mal begegnet sind. Fühlt sich an, als wäre das ewig her. Andere Zeit, anderer Ort. Jackie hat mein Leben gerettet. Und Jahre später, in Night City, hat er es wieder getan. Gerade als ich dachte, ich hätte alles verloren. Ich habe meine Freiheit gefunden, aber ohne ihn hätte ich es nicht gekonnt. Jackie Wells. Der beste Freund, den man sich wünschen kann. Und so loyal. Wenn er sich was in den Kopf gesetzt hat, war er bereit, dafür zu sterben. Er sagte einmal, Chica, wir dürfen keine Angst vor den anderen haben.
Er trug Haywood immer im Herzen, weil es ihn geprägt hat. Aber das Wichtigste... Alle hielten Jackie für den lächelnden Charmeur, der in allem und jedem das Beste sah. Sie hatten Unrecht. Jackie Wells war ein ehrgeiziger, hartnäckiger Typ, dessen Tatendrang ihn am Ende das Leben kostete. Aber er hat im Leben immer getan, was er gesagt hat. Auf der Suche nach Ruhm und Ehre. Und dabei nicht mal ansatzweise erfüllt von Angst. Er wollte immer mehr, mehr vom Leben. Ruhe in Freude, Chung. Ich möchte einen Toast aussprechen. Por mi hijo. Danke für deine netten Worte, Lee. Ich bin froh, dass du gekommen bist. Die Offrenda war wirklich schön. Noch ein Drink? Für Yakito? Komisch, so ohne Jackie hier. Hab die ganze Zeit das Gefühl, ich drehe mich um und er sitzt an der Bar, auf seinem Lieblingsplatz, wo er immer saß. Gerne. Für Jackie. Amen, Schwester. Campo ist echt fertig. Meinte, er hat einen Bruder verloren. Frag mich, ob er das nach deinem Tod auch sagt. Mierda, fang jetzt nicht mit sowas an. Nicht heute. Hey, alles okay? Ja, schätze, ich bin mit meinen Gedanken immer noch in der Garage. Gib mir einen Moment. Bist du größer als ich? Ich fick dich trotzdem, wenn du aufhörst zu atmen. Ha. Komm her, Chumba. Ich kümmere mich um dich. Hey, du! Trinkst du mit uns? Auf Wellness. Woher kanntet ihr Jackie? Sind zusammen durchgestartet. Bei den Valentinos? Nein, im scheiß Bibelbuchclub. Jota, hab nur gute Erinnerungen an ihn. Ruhen Frieden da oben, Hermano. Ich glaub, wir kennen uns. Gustavo Horta. Wie? Hab von dir gehört. Mein tiefstes Beileid, Companiero. Von mir, Campo und allen Valentinos. Danke. Na gut, warum nicht? Auf Welles. Möge er in Frieden ruhen. Lieber nicht, aber danke. Sie weiß, wann Schluss ist. Schnauze jetzt! Vamonos! So viele Leute sind gekommen. Selbst dieses Mädchen, auf das er sich eingelassen hat. Ihr Name ist Misty. Was? Misty. Und sie war ihm sehr wichtig. Verstehst du? Na los, lade sie doch mal zum Essen ein. Das wäre das Mindeste. Weißt du was? Du bist eine gute Frau. Jackie würde wollen, dass du es bekommst. Ganz sicher? Jackie würde mich umbringen, wenn das Teil auch nur ein Kratzer abkriegt. Dann zerkratze es eben nicht. Danke. Ich werde gut darauf aufpassen. Cuídate, Debbie.
Haben wir gerade Jackies geiles Motorrad bekommen? Oder habe ich mich da verhört? Wie nice ist das denn? Ich vermisse ihn. Jetzt schon. Ich auch, Chica. Ja, ich auch. Auf Jackie. Unterwegs zu einem besseren Ort. Jackie Wells. Ein stolzer Sohn Haywoods. Ich muss weiter weg. Klar, wir sehen uns wie. Jetzt kommen wir zu dem Kollegen. Verabschiedest du dich hier von einem der Deinen, Padre? Ich verabschiede mich von einem guten Mann. Also, was meinst du, Padre? Blickt Jackie von da oben auf uns herab? Normal. Ich glaube fest daran, dass er Gott begegnet ist. Mehr nicht? Ich weiß nicht, ob Gott froh über das Treffen war, aber ich denke, Jackie war es. Jackie, kanntest du ihn gut? Ich erinnere mich an den Tag, an dem seine Mutter ihn zur Welt brachte, als sein Vater ging und als er dich in seinem Zuhause aufnahm. Ja, wie? Ich kannte ihn ziemlich gut. Wie laufen die Geschäfte so? Das ist nicht der Ort für Geschäftliches. Zeig etwas mehr Respekt. Ich muss weiter. Geh mit Gott. Nein, danke. Raus hier. Ja. Was glaubt auch kein Schwein. Motor kommt einfach hierher und gerast. Oh yeah, die heißeste Brautzeit des Games gibt es am Start. Ja, das war's von dieser Folge für heute. Ich glaube, wir sehen uns im nächsten Part erst wieder. Dann gucken wir, was wir noch machen. Ich mache zuerst mal die ganzen Nebenquests, die sehr niedrig sind und so. Aus der Garage. Warum auch nicht? Okay, da sollte direkt was sein, wo ich mich wegporten kann. Warum ich? Weil ich das so sage. Das können wir auch noch machen. Weil das ist ein kleiner Scheiß. Aber ich bin froh, haben wir das jetzt gemacht. Ich meine, sonst hätten wir das Bike nicht bekommen. Weil man kann sich dazu entscheiden, die Mission nicht zu machen. Dann geht einfach die Mission vorbei und ihr habt Jackies Karre nicht. Und auch einige Cyberware, irgendwie, was ich damit bekommen habe. Am Laptop oder am PC, whatever. Finde ich sehr gut. Und deswegen werde ich alle Missionen, die ich machen kann, schon vorher machen. Weil ich absolut keinen Bock habe. Dass hier irgendwas passiert, Fixer hat dir gerade ein Fahrzeug zum Kauf angeboten. Jedes Mal, wenn ein Fixer dir ein Angebot schickt, erscheint eine neue Markierung auf deiner Minimap.
das Fahrzeug kaufen möchtest, begib dich zum angegebenen Ort und bestätige den Kauf. Nicht wirklich. Oh Mann. Was war das mit den Nachrichten? Ich müsste mal gucken, wo das eine Auto ist, was ich brauche. Weil es gibt ein sehr schnelles Auto, was man einfach so abholen kann. Oder glaube ich sogar das schnellste. Dann brauche ich die anderen gar nicht. Hier, eine Sache, solange Watson abgeregelt ist, ist nicht mehr abgeregelt, also bist du ganz und gar frei, aber vergiss die Kämpfe nicht, okay? Wäre ich deine Verschwendung, dein Talent nicht zu nutzen. Ach so, okay, ja, kein Thema. Kann man ja machen. Check hier. Ne? Den werden wir nie wiedersehen. Nie, nie wieder. Ryans Familie hat uns über seinen Tod informiert. Er starb friedlich, während er schlief. Die genaue Todesursache ist noch nicht bekannt. Man geht allerdings vom Versagen seines Herzimplantats. Ryans verbleibende Amtszeit wird von seinem Stellvertreter und engstem Vertrauten übernommen. Weldon. Johnny, hast du das auch gerade gesehen? Hier stimmt was nicht. Was du nicht sagst. Ich meine nicht das Autowrack, sondern die Fahrerflucht. Der höflichste Chauffeur der Stadt fährt nach einem Unfall einfach weg. Moment. Für den Verkehrsvorfall. Die Delmon Corporation möchte sie herzlich in ihr Hauptquartier einladen, um den Schaden zu beurteilen, bringt die Entschädigung zu arrangieren. Moment. Das machen wir noch gerade, weil irgendwie konnte ich mit Johnny interagieren. Aber irgendwie ist das nicht gelungen. Warum auch immer. Hier sitze ich noch im Auto. Dachte auch gerade, warum ist der jetzt in mich gefahren, ey? Und ich muss unbedingt noch zu einem Cyberdog. Irgendwie. Aber es mache ich offscreen. Aber ich würde sagen, bumm. Johnny, hast du das auch gerade gesehen? Hier stimmt was nicht. Was du nicht sagst. Ich meine nicht das Autowrack, sondern die Fahrerflucht. Der höflichste Chauffeur der Stadt fährt nach einem Unfall einfach weg. Ach, das war's schon. Wo ist jetzt wieder der Fahrstuhl? Hier. Also, Bürgermeister
Danke. Und hatten oft scharfe Wortgefechte. Doch selbst nach der hitzigsten Debatte gaben wir uns immer. Ja, das heißt, wir sehen uns im nächsten Part wieder, Freunde. Heute verabschiede ich mich zum letzten Mal von Ihnen. Ich glaube, wir haben keine weiteren Missionen gerade, außer die da, was wichtig ist. Wir sollten uns zwar mit dem ollen Kollegen da treffen hier. Mit Takemura, aber jo. Wir werden zuerst das mal. Was hoch? Warum hoch? Happy Together, sprich mit den Polizisten. Können wir auch noch machen. Dann haben wir hier. Was? Thelman Haku. Wenn wir darauf gehen, interessiert das die Welt nicht. Und was soll ich da warten? Ne? Wo soll ich mir das abholen? Müsste ja hier irgendwo sein. Und was für eine Belohnung. Ja, sag doch das, Mann, dann hätte ich... Meine Fresse, ist die das so ungenau zeigen, ey. Weil da hätte ich sicher noch irgendwo einen Schnellreisepoint. Nein, habe ich nicht, weil ich nie hier war. Ja, geil. Gut, muss ich mir das auch noch erspielen. Gut, dann fahre ich da selbst dann hin, offscreen. Wir sehen uns an, Tille. Saburo Arasakas Sohn, Yorinobu Arasaka, erklärte, dass hinter der Ermordung seines Vaters Rivalen des Konzerns stecken. Für diese Behauptung hat er bisher noch keine Beweise vorgelegt. Diverse Mordanalytiker gehen aktuell davon aus, dass der plötzliche Tod Arasakas ein verzweifelter Versuch sein könnte, die internen Quellen des Konzerns zu